klar, wir treffen dich dort. Gut, bis dann, Virgil. Ihr steht euch recht nah. Woher kennt ihr euch? Ist das wichtig? Ich würde gern wissen, an wessen Seite ich mein Leben riskiere. Also, er ist mein Bruder und versucht, die Welt zu retten. Was ist mit dir? Hör zu. Ich bat dich nie um Hilfe und du warst trotzdem für mich da. Das bedeutet mir viel. Ich vertraue dir. Du kannst mir auch vertrauen. Er hat mich gerettet. Ich war in einer Pflegefamilie. Mein Ziehvater war ein Dämon. Er ist fast jede Nacht auf mich losgegangen. Ich musste weg. Die Albträume. Keine Sorge. Ich habe nichts gespürt. Physisch konnte ich nicht entkommen, also fand ich einen anderen Weg. Ich bin als Geist ziellos im Limbus umhergewandert. Und dort fand ich Virgil. Er hörte meinen Hilferuf. Er hat mir geholfen, mit meinen Dämonen fertig zu werden. Denen in mir und denen um mich herum. Ich habe den Mistkerl getötet. Jetzt will ich den Rest aus dem Weg räumen. Du wirst doch bis zum Ende bei uns bleiben, oder? Verlass dich drauf. Gut gemacht. Der Succubus ist tot. Das hat Mundos Aufmerksamkeit geweckt. Jetzt kommt der zweite Schlag. Wir zerstören sein Überwachungsnetzwerk. Der Raptor News Tower. Von dort hat Mundus das Monopol über die Medien der Welt. Nachrichten, Werbung, Unterhaltung. Gedankenkontrolle. Ja. Und Überwachung. Sie bespitzeln die Bevölkerung mit all ihren Satelliten, Verbindungspunkten und Überwachungskameras. Ja, das habe ich schon bemerkt. Also, was tun wir? Ed? Das Raptor News Network wird von einem Dämon geleitet. Bob Barbas. Bob Barbas ist ein Dämon? Also ist er nicht nur ein hirnloser Arsch. Und der steckt in dem Turm? Nicht der Turm. Der dort. Was? Im Limbus ist das keine Spiegelung. Es ist der echte Turm. Es ist ein Gefängnis, in dem Barbas grausam regiert. Dort gibt's keine Gnade und kein Entkommen. Bereite das Tor vor. Pat kann dir dorthin nicht folgen. Du bist auf dich allein gestellt. Allein ist okay. Sie hat schon genug getan. Aber dafür gibt's da keine Kameras. Gut. Dante, wir wissen nicht viel über diesen Dämon. Ich bin sicher, es ist ein ganz lieber. Endlich verstehe ich, warum deine Welt auf dem Kopf zu stehen scheint. Und damit ein herzlich willkommen wieder bei Devil May Cry. So, wir haben ein bisschen mehr über Cats Vergangenheit erfahren. Ich wusste ja, die hat nicht schöne Sachen erlebt. Die neuen Hände sind cool. Die sind sehr cool, die neuen Hände. Gefällt mir. Thank you.
So. Ihr paar Boxhandschuhe. So. Wow. Nee, nee. So. Das war alles so geplant. Auch das Runterfallen. Das war so der das Dramatische. So ein dramatisches Ende. So. Okay, wer kommt jetzt? Dann los, Leute. Heftig. Schlag zu. Euch mache ich auf die gute alte Weise. Kaputt. Aha. Fatty make fat fat. Tipp für Fortgeschrittene: Tyrannen werfen. Ein vollständiger geladener Aufwärtshaken mit Erix kann einen Tyrannen unterbrechen und ihn in die Luft befördern. Halte R2 und Kreis gedrückt. Warte, bis die Waffe vollständig geladen ist und los. Aua. So. Einfach mit der Faust durch die fette Schwarte. Hallo. Klasse. Selbst im Limbus gibt's einen Knast. Nie gedacht, dass ich hier ins Gefängnis einbrechen würde. Wieso braucht eine Dämonenwelt einen Knast? Was sperren die im Knast ein? Gibt es wirklich so viele Dämonen, die sich als Verräter abstempeln, so wie Sparta? Aha. Versuchen wir es doch mal. Du hast Verbrechen gegen den Heiligen Orden der Dämonen begangen. Mundus hat dir gewährt, zu fliehen, damit ihn fliehen kann. Du verrichtest Gottes Werk, was, Gott? So, bevor wir hier weitergehen. Drücke X, um einen Schub aus dem Schubring zu vollführen. Verdammt! Muss einen Umweg finden. Bob Babel! Ich verrichte Gottes Werk! Genau, du verrichtest Gottes Werk. Wir sind alle sehr stolz. Ich
Okay, der Turm. Alles wieder nach Plan. Frage ist, wie lange? Was bist du denn? Wo du bist, komm sofort hier raus. Du hast Verbrechen gegen den Heiligen. Arme Schweine. Die scheinen Schmerzen zu haben. Ritter, wie ich die hasse. Ich hasse die wie die Pest. So. Genug aufgeregt. Sehr verwirrend, wenn alles so Kopf steht, ne? Ziemlich verwirrend. Die Welt steht Kopf. Geh schon, verschwinde! Komischer Rattenhund. Oh, hinter dir, Dante. Hinter dir. Wüter. Oh, hi. Super. Hier kommt Mami. Mami hat uns verlassen. Und da kommt auch noch Papi, oder wie? Wow. Mami und Papi haben uns leider früher verlassen, als sie es vorhatten. So, machen wir uns mal weiter auf den Weg. Gucken, was uns noch so erwartet. Noch kleine Hunderatten. So, Hunderatten, so hatte ich sie getauft. Kleine Hunderatten. Dann können Mami und Papi ja nicht schon wieder weit weg davon sein, ne? Deine Verbrechen gegen die Dämonen haben dich hierher gebracht. In der Umerziehung liegt deine Erlösung. Dass es überhaupt Verbrechen gibt bei Dämonen. Au. Thank you.
All das Licht und die Hoffnung kommt von ihm. Du bist hier, um gehorsam zu lernen. Ich bin... Ach so, das sind einfach nur Dämonen, die ihn nicht als Herrscher ansehen. Toll. Da wird man einfach in ein Gefängnis geschickt. Das klingt logisch. Klasse. Gefangene werden für langwierige Qualen eingesperrt. Selbstmord ist nicht möglich. Selbstmordversuche verlängern bloß die Qualen. Klingt logisch, die Leute einzusperren, die einem nicht gehorchen. Ja. Jetzt hör auf. Bring dich doch zu deinem Mann oder Frau, wer von euch auch immer der weibliche Teil war. So. Du benötigst einen Schlüssel, den wir nicht haben. Da geht's hin. Alle ab. So, hier könnten wir nun mal einkaufen. Sehe ich aber gerade nicht ein. Wir machen uns weiterhin zum Turm. Okay. Hinter mir ist ein Schlüssel. Ah, wundervoll. Verdammt, was ist denn da los? Ich komme sofort, fremder Mann. Ich hole nun den Schlüssel. Geistige Anpassung ist deine Erlösung. Empathie. So. Oh. Toll. Ups. Hi. Eine Harpie. Das Harpien Dämonen sind, wusste ich noch nicht, aber hi. Wo ist sie hin? Wo sind sie alle hin? So. Weg mit deinen Flügeln. Und dann sind wir schon nicht mehr ganz so cool. So. Ich weiß, dass du da bist. Ich kann dich spüren.
Wer ist das? Ich werde dich auch schlitzen! Leg den Stock hin. Ich werde dir nichts tun, außer du gibst mir einen Grund. Bist du auch ein Gefangener von Mundus? Nein, ich komme von oben. Kannst du mir sagen, wie ich zu dem Turm gelange? Zum Turm? Warum? Ich will den Dämon töten, der hier das Sagen hat. Wirst du mir helfen? Ihn töten? Ja. Ich werde dir helfen, wenn du mir zuerst hilfst. Na, erzähl schon. So, und damit haben wir wieder eine Mission geschafft. Hier, ich drück mal überspringen. So, nächste Mission. Ein Auge zu wenig heißt die nächste Mission. Ja, wir haben ja gesehen, bei dem einen fehlt ein bisschen von der Schädeldecke und die eine Gehirnhälfte und ein Auge. So, wahrscheinlich gesehen werden wir das dann ihm suchen müssen gehen. Naja, ich bedanke mich wieder fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!